Дорогие братья и сестры, друзья и гости, мир вам. Liebe Freunde und Gäste, Brüder und Schwestern, Friede sei mit euch. Мы сердечно рады приветствовать вас на этом месте. Wir sind herzlich froh, euch begrüßen zu können an diesem Ort. Также мы искренне рады приветствовать всех тех, кто смотрит нас по интернету. Und genauso sind wir auch ganz herzlich froh, all diejenigen begrüßen zu dürfen, die unsere Gottesdienste im Internet ansehen. Да благословит нас Господь разделить этот хлеб, который Господь здесь подает вместе. Möge der Herr uns segnen, dieses Brot zu teilen. Das der Herr hier gibt an diesem Ort. Согласитесь, радостно чувствовать, что Господь с нами. Аминь. Seid damit einverstanden, es ist froh zu verspüren, dass der Herr mit uns hier gemeinsam ist. Такие назидательные проповеди, песнопения. Solche erbauenden Predigten, so ein erbauender Gesang. И сердце радуется, что ты находишься в Доме Божьем. Und das Herz freut sich, dass du dich in dem Haus Gottes befindest. Где наш дорогой Господь, милосердный Отец, кормит своих детей. Wo unser lieber Herr, der Gott und Vater, seine Kinder die Speise darreicht. Вечная ему слава. Eine ewige Ehre sei ihm. В первой проповеди мы сегодня слышали о том, какими мы, христиане, должны быть. In der ersten Predigt haben wir heute gehört, wie wir Christen heute sein müssen. Как нам ходить среди этого мира? Wie wir in dieser Welt wandeln müssen. Брат Саша проповедовал о том, что церковь в нас, в каждом нуждается. Und Alexander hat darüber gepredigt, dass die Gemeinde Not hat in einem jedem Einzelnen von uns. Здесь нет лишних. Hier gibt es keine Überflüssigen. Мне понравился один пример одной сестры. Mir hat gefallen ein Beispiel von einer Schwester. Когда ее отец сказал, что ну куда ты их столько рожаешь? Wo ihr Vater zu ihr gesagt hat, wohin gebierst du so viele? И ну отец был неверующий, не понимал этого. Der Vater war nicht gläubig, er hatte das nicht verstanden. И Бог дал мудрость этой сестре. Und Gott gab dieser Schwester Weisheit. Она привела всех своих детей. Sie hat alle ihre Kinder gebracht vor den Vater. И говорит, Папа, скажи, кто из них лишний? Und sie hat dann gesagt, Papa, sag mal, wer von denen hier ist überflüssig? Я как слышал, что отец даже заплакал. Und wie ich das gehört habe, hat der Vater sogar angefangen zu weinen. И скорее всего изменил свое мнение. Und höchstwahrscheinlich hat seine Meinung geändert. Дорогие братья и сестры, здесь лишних нету. Brüder und Schwestern, hier gibt es niemand, der überflüssig ist. Amen. Здесь каждый рожденный от Господа. Hier ist jeder geboren von dem Herrn. На этом месте. An diesem Ort. Он на своем месте. Er ist an seinem Ort. Самое главное, чтобы мы это понимали. Das Wichtigste ist, dass wir das begreifen. Что мы в друг друге нуждаемся. Dass wir ineinander Not haben. Знаете, Священное Писание говорит нам в первой главе Евангелия от Иоанна. Und wisst ihr, die Heilige Schrift sagt uns in dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. О том, что мы приняли от Него благодать. На благодать. Darüber, dass aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Там написано, что закон, он произошел от Моисея. Da steht geschrieben, dass das Gesetz gekommen ist durch Mose. Через Моисея. Durch Mose. А благодать же и истина через Иисуса Христа Господа нашего. Aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Давайте немножечко порассуждаем над этим. Lasst uns mal ein bisschen darüber nachsinnen. Что же значит благодать на благодать? Was bedeutet denn Gnade um Gnade? Вы знаете, я когда разговариваю с неверующими людьми, wisst ihr, wenn ich rede mit ungläubigen Menschen, и часто создается такое впечатление, когда говоришь с ними о их проблемах, und manchmal bekommt man so einen Eindruck, wenn man mit ihnen über ihre Probleme redet, что люди духовно слепы, dass die Menschen sie geistlich blind sind. Они не знают истины. Sie kennen die Wahrheit nicht. Они рассказывают о том, что происходит в их жизни. Sie erzählen darüber, was in ihrem Leben geschieht, как они от этого мучаются, wie sie davon gequält sind, но не знают выхода. Aber sie kennen den Ausweg nicht. Человек говорит, я в болезни часто. Und der Mensch sagt, ich bin oft in Krankheiten. Например, ну, там проблема такая, что как будто родовое проклятие какое-то. Und zum Beispiel, da scheint so ein Problem zu sein, wie wenn es ein Fluch ist in den
in den Ahnen, oder wie soll man richtig sagen, ja. In den Generationen. И часто люди умирают в раннем возрасте. Und sehr oft kommt vor, dass dann auch die Menschen sterben in einer sehr frühen Alter. И когда ты вникаешь, зная Священное Писание в их жизнь, und wenn du dann dich damit ein bisschen tiefer befasst, indem du die Heilige Schrift kennst in ihrem Leben, то в одном случае я заметил, что там проблема, которая передается наследственно. Und in einem Fall habe ich bemerkt, dass da ein Problem ist, das wie ein Erbe weitergegeben wird. Это, вы знаете, категорическое непослушание родителям. Und wisst ihr, das ist ein kategorisches Ungehorsam gegenüber den Eltern. С детства дети наблюдают, как родители непокорны своим родителям. Und von Kindheit auf beobachten die Kinder, wie ihre Eltern den ihren Eltern ungehorsam sind. И так оно, вы знаете, они друг друга формируют из рода в род. Und wisst ihr, so tun sie dann einander formen von Generation zu Generation. И тогда пытаешься человеку объяснить, слушай, у нас есть благодать, у нас есть Слово Божье. Und wenn man dann den Menschen versucht zu erklären, hör mal, wir haben die Gnade, wir haben das Wort Gottes. Слово Божье говорит о том, что благо на земле и долголетие, они условны. Und das Wort Gottes sagt, dass das Gute auf Erden und das die Langlebigkeit, sie sind unter Bedingungen. Они обуславливаются послушанием родителям. Und sie stehen unter dieser Bedingung, dass man den Eltern gehorsam sein muss. Так в Писании написано. So steht's in der Schrift geschrieben. Почитай отца и мать. Ehre Vater und Mutter. И будешь долголетен, и будет тебе благо на земле. Und du wirst lange leben auf Erden und es wird dir gut gehen. И человек тогда задает вопрос, а что делать? Und der Mensch stellt sich dann die Frage, was soll ich tun? Так мне трудно слушаться моих родителей. Für mich ist es so schwer, auf meine Eltern zu hören. Я с ними постоянно не согласен. Ich bin andauernd mit ihnen nicht einverstanden. Я ему говорю, ты знаешь, у нас есть благодать на благодать. Und ich sage ihm, weißt du, wir haben Gnade um Gnade. У нас не только теперь есть закон за Wir haben jetzt nicht nur das Gesetz mit dem Gebot, sondern wir haben auch den Geist Gottes. У нас есть Господь, который Духом Святым помогает нам осуществлять эти вещи в жизни. Wir haben den Herrn, der durch den Heiligen Geist uns dabei hilft, das im Leben zu verwirklichen. Важно только слушать то, что говорит Дух Святой мне. Es ist nur sehr wichtig, darauf zu hören, was der Heilige Geist mir sagt. Я хочу прочитать место Священного Писания. Ich möchte eine Stelle aus der Heiligen Schrift lesen. Это будет Евангелие от Матфея, значит, 21 глава. Das wird sein Johannes, Matthäus Evangelium, Kapitel 21. 45 стих. Von Vers 45. И слышав притчи его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Und als die obersten Priester und die Pharisäer sein Gleichnis hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redet. Только этот стих. Nur dieser Vers. Обратите внимание, эти люди умели слышать. Achtet mal darauf, diese Menschen, sie konnten hören. Как-то я вспоминаю, в Писании написано об одном событии. Und ich erinnere mich, in der Heiligen Schrift gibt es, ist aufgeschrieben über ein Ereignis. Там написано, что Христос, когда говорил к народу, da steht geschrieben, als Christus zu dem Volk sprach, вот эта благодать, которая стояла на этом месте, dass diese Gnade, die dann gegenwärtig war an diesem Ort, одна женщина, она не выдержала своих эмоций, und eine Frau, sie hatte ihre Emotionen dann nicht unter Kontrolle, и она вскричала в народе, und sie hat dann in dem Volk angefangen zu schreien, блаженно чрево тебя носившее и сосцы тебя питавшие, selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die dich gefüttert haben. Другими словами, она позавидовала Марии, вот мне бы такого сыночка. Und mit anderen Worten, sie ist neidisch geworden auf Maria und hat sich gedacht, ich hätte auch so gerne seinen Sohn. Я могу себе представить, это была женщина в преклонном, в пожилом возрасте. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Frau war, die schon in einem betagten Alter war, который сын был полной противоположностью от Христа. Deren Sohn das genaue Gegenteil war von Christus. Она просто искренне в добром позавидовала Марии. Sie war einfach in Wahrheit, in dem Guten hat sie, war sie neidisch auf Maria. Но Христос ее коррегирует. Aber Christus hat sie korrigiert. Говорит, блаженны слышащие Слово Божье и исполняющие его. Und er hat gesagt, selig sind diejenigen, die das Wort
Gottes hören und es erfüllen. Дорогие братья и сестры, вот в таких собраниях, когда Дух Святой присутствует в служении, und liebe Brüder und Schwestern, in solchen Gottesdiensten, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist in der Versammlung, мне не раз уже охота было громко крикнуть «Аминь, слава Богу!» Dann wollte ich nicht nur einmal schon laut schreien «Amen, preis sei dem Herrn!» Искренне радовался за брата, которого Бог благословляет в проповеди. Und aufrichtig habe ich mich gefreut für den Bruder, der predigt, думаем, вот мне бы так. Der von dem Herrn gebraucht wird, und ich denke, oh, ich hätte auch gerne смотрю, so. Брат или сестра поют так красиво, думаю, вот мне бы так. Und ich sehe, der Bruder oder die Schwester, sie singen so gut, und ich denke, oh, ich hätte auch so gerne. И нередко лились искренние слезы радости, почувствуя Господа здесь. Und nicht selten sind die Tränen der Freude geflossen, indem man den Herrn hier verspürt hat. Но, дорогие братья и сестры, если вот после таких собраний благословенных, aber Brüder und Schwestern, wenn nach solchen gesegneten Versammlungen, мы, выходя на улицу, wenn wir dann hinausgehen, перестаем рассуждать о том, что здесь было сказано, und hören auf darüber nachzusinnen von dem, was hier gesprochen worden ist, не пользуемся благодатью Господа в молитве, искренне прося Бога, und wir nehmen dann nicht in Gebrauch die Gnade von den Herrn in dem Gebet, indem wir aufrichtig den Herrn darum bitten, чтобы Господь помог мне быть светом в этом мире, damit der Herr mir hilft, ein Licht in dieser Welt, чтобы Господь помог мне быть частью церкви, damit der Herr mir hilft, ein Teil der Gemeinde zu sein, то вы знаете, вот эти эмоции все, они очень быстренько развеются. Und wisst ihr, dann werden diese Emotionen, sie werden sehr schnell dann verwehen. А кто-то, может быть, слышит даже слово и понимает, что сейчас о нем говорит проповедник. Und jemand hört das Wort und versteht ganz genau, dass jetzt über ihn der Prediger spricht. Und сидит и думает, а, ты обо мне сейчас говоришь. Und er sitzt da und denkt, а, das redest du jetzt über mich. И употребляешь эту информацию не для позитива. Und du nimmst dann diese Information nicht auf im Positiven. Вы знаете, мы, стоя здесь на этом месте, дорогие братья и сестры, wisst ihr, wir stehen hier an diesem Ort, Brüder und Schwestern, искренне переживаем, чтобы нам не переходить на личности. Und wir tun uns aufrichtig darum Sorge machen, damit wir nicht übergehen auf Personen. Видя ваши лица, мы как служителя знаем вас, дорогие братья и сестры. Und da wir eure Gesichter sehen, wissen wir, kennen euch als Diener Gottes, Brüder und Schwestern. Храни нас Господь, чтобы отсюда кому-то лично обращаться. Möge der Herr uns davor bewahren, dass wir von hier aus an jemanden uns persönlich richten. Мы искренне стоим перед Господом, мы просим Дух Святой, скажи церкви то, что сегодня нужно. Аминь. Und aufrichtig stehen wir vor dem Herrn und bitten, o Heiliger Geist, wende du dich an die Gemeinde, was sie heute braucht. Вопрос, слышишь, что Дух Святой обращается к тебе? Die Frage ist, hörst du es, ob der Heilige Geist zu dir redet? А если чувствуешь, что тебя касается проповедь? Und wenn du es spürst, dass die Predigt dich berührt, независимо от того, кто здесь стоит и что о тебе знает, unabhängig von dem, wer hier steht und was er von dir weiß, послушайся Господа. Höre auf den Herrn. Он говорит сегодня к тебе. Er redet heute zu dir. Не отвергни его слово. Verstoße sein Wort heute nicht. Дорогие братья и сестры, вы знаете, когда мы выходим из собрания, wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir rausgehen aus der Versammlung, наша жизнь, она часто бывает просто захлестывает нас опять в свою колею. Und dann kommt es vor, dass unser Leben uns wieder auf alte Bahnen schmeißt. Бывает, когда человек духовно не сбалансированный, то сила привычки. Es kommt vor, wenn der Mensch geistlich nicht ausgeglichen ist, dann ist die Kraft der Gewohnheit. Она его опять затягивает на старые рельсы. Dann zieht es ihn wieder auf alte Bahnen. Вы знаете, есть такой пример или как образ. Und wisst ihr, es gibt so ein Beispiel oder ein Bild. Значит, осла запрягли в жернов. Ein Esel wurde in ein Joch gespannt. И вот этот осел, он несколько лет крутит этот жернов. Oder in eine Mühle hineingespannt und dieser Esel, er dreht einige Jahre diese Mühle. И вот владелец мельницы, он наблюдает. Это такая старая картина, раньше так делалось. Und der Hausherr dieser Mühle, er beobachtet es. Когда, значит, осел начинает сдавать силой. Und wenn der Esel dann seine Kräfte dann schwinden. Значит, чтобы не терять скорость жернова, он его заменяет молодым ослом.
Um nicht die Geschwindigkeit von der Mühle zu verlieren, tut ihn dann ersetzen mit einem jungen Esel. И знаете, какая картина часто происходит? Und wisst ihr, was dann öfters für ein Bild entsteht? Вот этот осел пенсионер, я его так назову. Und dieser Esel, der Rentner, ich möchte ihn mal so nennen. Но теперь кажется, отдыхай. Jetzt könnte man denken, jetzt ruh dich aus. Теперь иди, гуляй. Jetzt geh spazieren. Ну, пользуйся благодатью свободы. Пойди в лес, ходи, погуляй, на речке покупайся. Nutze jetzt diese Gnade der Freiheit. Geh ein bisschen spazieren, an den See schwimmen und so weiter. Говорят, что он ходит возле этого молодого, рядом, вокруг этого жернова. Und man sagt, dass dann neben diesem Jungen diese Mühle herumläuft. И чтобы он не тормозил молодого, палками приходится отгонять его оттуда. Und damit den Jungen nicht ausbremst, muss man ihn dann auch mit der Rute verjagen. Вот так действует сила привычки. So wirkt die Macht der Gewohnheit. Дорогие братья и сестры, о нас, я думаю, мы в лучшем состоянии, правильно? Und Brüder und Schwestern, über uns denke ich, dass wir in einem besseren Zustand sind. Мы не хотим уподобляться такому вот длинноухому животному. Wir wollen nicht gleich sein so einem langohrigen Tier. Если Бог нам дал этот закон милости, Wenn Gott uns dieses Gesetz der Barmherzigkeit und Gnade gegeben дал нам благодать на благодать, und hat uns Gnade um Gnade gegeben, мы теперь уже не как слепые котята. Jetzt sind wir nicht wie blinde Kätzchen. Нам Бог дал знание. Gott hat uns Erkenntnis мы знаем, gegeben. Для чего дан закон. Wir wissen, wozu das Gesetz gegeben worden ist. О нем написано, что он праведен и свят. Über das Gesetz steht geschrieben, dass gut und gerecht ist. Но привычки наши. Aber unsere Gewohnheit, они показывают, что мы являемся полной противоположностью от закона. Das zeigt uns, dass das genaue Gegenteil ist von dem Gesetz. Для этого пришел Иисус Христос. Deshalb ist Jesus Christus gekommen. Чтобы обновлять нас в таких служениях Духом Святым. Damit uns erneuert in solchen Versammlungen durch den Heiligen Geist. И чтобы после собрания сопровождать нас в нашей жизни. Und damit uns nach der Versammlung dann noch begleitet in unserem Leben. Хочу вам прочитать один библейский пример. Ich möchte uns ein biblisches Beispiel Это lesen. Первая книга Царств, 19 глава. Wird sein das erste Buch Samuel, Kapitel 19. Вы знаете, я хочу прочитать нам о людях, Wisst ihr, ich möchte uns über Menschen lesen, которые, в принципе, не нуждались в том, чтобы благодать Божья сошла на них. Die keine Not darin hatten, dass die Gnade Gottes auf sie kommt. Вы знаете, написано о слугах Саула и о самом Сауле. Und wisst ihr, es steht über die Knechte von Saul geschrieben und selber über Saul. Я прочитаю нам эту историю. Ich werde uns diese Geschichte lesen. И донесли Саулу, говоря, вот Давид на Вафе в Раме. Es wurde aber dem Saul berichtet, siehe, David ist in Najot bei Rama. И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Da sandte Saul Boten, David zu holen, als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen, und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, so dass auch sie weissagten. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал слуг третьих, и эти стали пророчествовать. Als dies Saul berichtet wurde, sandte andere Boten, die weissagten auch. Da sandte noch ein drittes Mal Boten, und auch sie weissagten. Саул сам пошел в Раму, дошел до большого источника, что в Севе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид, и сказали, вот в Навафе в Раме. Da ging auch selbst nach Rama, und als zu dem großen Brunnen kam, der in Secho ist, fragte und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe in Najot bei Rama. И пошел он туда в Наваф в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. Und ging dorthin nach Najot bei Rama, und der Geist Gottes kam auch auf ihn, und ging weissagend weiter, bis nach Najot bei Rama kam. Такая интересная картина. Люди идут искать Давида, чтобы причинить ему зло. So ein interessantes Bild. Die Menschen, sie gehen, suchen David, ihm Böses zuzufügen. Это равносильно, как если бы сюда кто-то пришел не для того, чтобы послушать Слово Божье. Und das ist genau so,
wie wenn jemand hergekommen ist, nicht um das Wort Gottes zu hören, а для того, чтобы причинить какое-то зло церкви, sondern um der Gemeinde etwas anzutun, was übles. И Дух Божий сошел бы на этого человека. Und der Geist Gottes würde auf diesen Menschen kommen. И в собрании святых в истории христианства такое часто бывало. Und in der Versammlung der Heiligen in der Kirchengeschichte gab es sowas öfters. Начиная с самого Павла. Und beginnend von Paulus persönlich. Он шел к христианам взять их и, значит, арестовывать. Ist gegangen, um die Christen zu verfolgen und sie zu verhaften. Но становится апостолом. Und wird zum Apostel. Дорогие братья и сестры, если Дух Божий, liebe Brüder und Schwestern, wenn der Geist Gottes из человека, который во враждебной позиции к церкви, может сделать человека Божия, aus einem Menschen, der feindlich gesinnt ist gegenüber der Gemeinde, einen Menschen Gottes machen kann, тем более из нас, которые здесь сидим и ожидаем Его милости для нашего духа, und besonders dann aus uns, die wir hier sitzen und von seinem Geist Barmherzigkeit verlangen. Здесь история заканчивается печально. Und hier endet die Geschichte traurig. Саул не воспользовался этой возможностью. Saul hat diese Möglichkeit nicht genutzt. Он как тот вот осел, вы знаете, пошел по своей колее. Und ist wie dieser Esel seine Bahnen gegangen. Дорогие братья и сестры, сегодня Дух Святой научает нас в этом собрании. Liebe Brüder und Schwestern, heute lehrt der Heilige Geist uns in dieser Versammlung. И может быть для кого-то это слово, ну, не совсем приятное, потому что я чувствую, что ко мне Дух Святой сегодня обращается. Vielleicht ist für jemanden dieses Wort nicht ganz angenehm, weil spürt, dass der Heilige Geist sich an ihn wendet. Думая, Женя, ты не только о себе, ты обо мне говорил. Женя, du hast nicht nur über dich selber geredet, sondern auch über mich auch. Саша, да, я тот из тех, который ничего в церкви не делаю. Ja, Alex, ich bin einer von denen, der in der Gemeinde nichts tut. Это слово, оно может действительно сегодня касаться тебя, обращаться к тебе. Und dieses Wort, das kann sich heute an dich wenden und dich berühren. Но, братья и сестры, давайте мы не будем как книжники и фарисеи. Aber Brüder und Schwestern, lasst uns nicht wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer sein. Понимая, что слово ко мне обращено, но не пользуясь им. Wir begreifen, dass das Wort an sie gerichtet ist, aber nehmen es nicht in Gebrauch. Это очень важно, чтобы мы сегодня его приняли, если оно говорит к нам. Es ist sehr wichtig, dass wir es heute annehmen, wenn es heute zu uns redet. Здесь Господь научает нас. Hier lehrt uns der Herr. И вы знаете, Писание говорится о нашем времени. Und wisst ihr, in der Schrift heißt es über unsere Zeit. Это время такое, о котором написано. Das ist so eine Zeit, über die geschrieben steht. Что будет время, когда здравого учения принимать не будут. Dass es eine Zeit geben wird, wo man die gesunde Lehre nicht annehmen wird. Мы находимся в определенном духовном пространстве. Wir befinden uns in einer bestimmten geistlichen Sphäre. Внешние обстоятельства, они влияют на нас, как на людей. Die äußeren Umständen, sie beeinflussen uns auch wie Menschen. И часто так бывает, что когда мне Бог говорит с кафедры правду о моей жизни. Und oft kommt es vor, wenn der Gott zu mir von der Kanzel aus die Wahrheit spricht über mein Leben. Вот этот Божий подарок, Его Слово ко мне, dieses Gottesgeschenk, sein Wort zu mir, эта благодать на благодать может как-то не вмещаться в мое ухо. Diese Gnade Gnade kann irgendwie keinen Raum finden in meinem Ohr. Короткий пример перед молитвой. Ein kurzes Beispiel vor dem Gebet. Вы знаете, один отец, значит, хотел сделать подарок своему ребенку. Wisst ihr, ein Vater wollte seinem Kind ein Geschenk machen. И приближался день рождения. Und der Tag des Geburtstages hat sich genaht. И ребенку своему он пообещал велосипед. Und seinem Kind hat ein Fahrrad versprochen. А ребенок обрадовался. Und das Kind hat sich gefreut. Он мечтал о таком велосипеде, который папа ему пообещал. Hat sich so ein Fahrrad gewünscht, das der Vater ihm versprochen hat. Но была проблема. Aber es gab ein Problem. Вы знаете, день рождения совпал с днем получения аттестата в школе. Und der Geburtstag ist an demselben Tag wie die Zeugnisausgabe. Да, и значит, папа берет аттестат, смотрит на оценки ребенка. Der Vater nimmt das Zeugnis und sieht die Noten von dem Kind.
говорит: «Так, нет, велосипеда не будет, я тебе что-то другое подарю». Und er sagt: «Nein, so ein Fahrrad wird es nicht geben, ich werde dir etwas anderes schenken». И, значит, дает конвертик. Und er gibt ihm einen Briefumschlag. А в конвертике написан адрес. Und in dem Briefumschlag steht eine Adresse geschrieben. Школьного вспоможения и цена, которую папа за нее заплатил. Von der Schule, Nachhilfe und der Preis, der für dafür bezahlt worden ist. И дает ребенку. Und er gibt es dem Kind. Вот тебе мой подарок. Hier ist mein Geschenk an dich. Будешь регулярно ходить, значит, на обучение, тебя будут обучать, помогать. Wenn du dann regulär dorthin gehen wirst und dort lernen wirst und man wird dir dort helfen. И мой подарок я за это буду платить. Und mein Geschenk ist, ich werde das bezahlen. Ребенок огорчился: «Папа, ну ты обещал». Das Kind ist enttäuscht geworden, hat gesagt: «Papa, du hast mir aber versprochen». А папа ему говорит: Und der Papa sagt zu ihm: «Сынок, если я сейчас, несмотря на твое бездействие, Sohn, wenn ich jetzt sehen werde auf deine Unnützigkeit, на твою лень, auf deine Faulheit, куплю тебе велосипед, und werde dir ein Fahrrad kaufen, то ты до пенсии будешь ездить на велосипеде. Dann wirst du bis zur Rente auf einem Fahrrad fahren. А если я тебе подарю вот этот конвертик, aber wenn ich dir jetzt diesen Umschlag schenke, то вот после этого велосипеда ты купишь себе машину хорошую и детям велосипеды. Und dann wirst du nach diesem Fahrrad dir ein gutes Auto kaufen und deinen Kindern jedem ein Fahrrad schenken. С нами. So ist es auch mit uns. В этих собраниях мы все хотим благословения. Аминь. In diesen Versammlungen wollen wir alle einen Segen haben. Amen. И мы благословляем церковь. Аминь. Und wir segnen die Gemeinde. Amen. Да придет благо в ваши дома, дорогие братья Möge и сестры. Gut in eure Häuser да придет kommen, милость в ваши дома. Möge der Segen kommen да in придет eure долголетие Häuser. В ваши дома. Аминь. Möge Langlebigkeit in eure Häuser einkehren. Дорогие Amen. Братья и сестры, но есть Господь. Aber, liebe Brüder und Schwestern, es gibt den Herrn, испытывающий нас, der uns prüft, и Он прекрасно знает, und er weiß ganz genau, как нам достигнуть все эти блага, которые мы сейчас пожелали Церкви. Wie wir alle diese Segnungen erreichen können oder bekommen können, die wir jetzt gewünscht haben. Давайте будем хорошими учениками. Lasst uns gute Schüler sein. Если Господь нас освободил из этого рабства, от этого жернова, und wenn Gott uns befreit hat aus dieser Knechtschaft, aus dieser Давайте предоставим себя Ему как сосуды для разумного служения. Dann lasst uns uns ihm hingeben wie Gefäße zu einem guten und nützlichen Dienst. Бог все дал для этого. Gott hat alles dafür gegeben. Благодать на благодать уже есть. Gnade um Gnade gibt es schon. Сверху больше уже ничего не будет. Und darüber hinaus wird es nichts mehr geben. Да благословит нас Господь. Möge der Herr uns segnen. Да даст Господь нам правильное ухо. Möge der Herr uns ein richtiges Ohr geben. Это блаженство в нашей жизни состоялось. Damit diese Seligkeit in unserem Leben zustande kommt. Блаженны слышащие Слово Божье и исполняющие его. Dass wir Hörende sind und es erfüllen. Если сегодня в нашем собрании есть люди, wenn heute in unserer Versammlung Menschen sind, которые чувствуют, Дух Святой ко мне сегодня обращался, die es gespürt haben, dass der Heilige Geist an sie geredet hat, и чувствуют, что мне нужно покаяться, und man spürt, ich muss Buße tun, сегодня твой день. Heute ist dein Tag. Не отклони Божью милость. Lege nicht weg die Gnade Gottes. Церковь помолится за тебя. Die Gemeinde wird beten für dich. И ты с новыми силами получишь благодать на благодать. Und du wirst mit neuer Kraft Gnade um Gnade empfangen. Мы склоним колени. Wir beugen die Knie. Если кто-то хочет покаяться, пожалуйста, проходите, служителя за вас помолятся. Und wenn ihr Buße tun möchtet, kommt nach vorne, die Diener werden für euch beten.